Schaubeck im Burtwartal bei Ludwigsburg. Sitz der Familie Adelmann von Adelmannsfelden. Hier wohnt Michael Graf Adelmann mit seinem Sohn Felix Graf Adelmann. Der junge Adelige ist in fünfter Generation für die Geschicke des Anwesens zuständig. So wie ein Haus immer Veränderungen in einer Generation erfährt, so erfahren auch die Menschen und auch die Familien Veränderungen. Und ich glaube, es ist ganz richtig und wichtig, dass die Grafen Adelmann heute einen anderen Auftritt haben als vor 300 Jahren. Wenn man ein Zuhause hat, das immer weiter ausbauen kann. Und ich glaube, man kann überall zu Hause sein, man kann überall glücklich sein, man kann überall unglücklich sein. Seit über 700 Jahren wird in dieser Gegend Wein angebaut. Viele Weinberge gehören seit Generationen der Familie. Sehr schön. Michael Graf Adelmann gilt als Pionier im deutschen Weinbau. So wünscht man sich's. Wenn die Kerne braun sind, sind sie wirklich reif. 2012 ist sein Sohn in den Betrieb eingestiegen, mit neuen Impulsen. Er hat konsequent auf ökologischen Weinbau umgestellt. Ich ziehe da voll mit und es geht. Das ist das Schöne, es geht. Also dieser Betrieb, das will ich vielleicht noch mal sagen, war noch nie so im Umbruch wie jetzt. Aber das gehört auch irgendwie zur Zeit. Und Sie wissen, wenn man sich nicht verändert, dann ist man irgendwann mal weg von der Fläche. Aromatik hat sich klar gesteigert. Wir nähern sich auf jeden Fall dem großen Finale. Wichtig ist immer, den richtigen Moment für die Weinlese zu finden. Mit dem Refraktometer lässt sich der Reifegrad der Traube leichter bestimmen. 115 ist der immer. Das passt. Ja. Zucker her schon ziemlich weit. 106. Können wir euch mal oben gucken. Solange sich noch was tut im Weinberg, kann man und muss man gewisse Risiken eingehen, um eben diese Spitzenqualität zu kriegen. Das muss man nicht, aber wenn man die Top-Qualitäten machen will, gehört das immer wieder dazu. Kann auch schief gehen. Wenn es dann plötzlich regnet, dann war es schade, aber das macht es auch ein bisschen aus. Ein Stück weit Erleichterung ist das natürlich. Und Macht abgeben gehört zum Leben. Also ich finde, das muss man sich abfordern. Er hat sich viel einfallen lassen. Neue Weine, neue Stile auch. Das hätte ich nicht geschafft. Ich habe von meinem Vater die Freiheit, mündlich und schriftlich bekommen, mich zu entscheiden, wie ich will. Ganz klar, die Entscheidung ist nicht so frei, wie sie frei sein sollte, wenn man eine gute Beziehung zu seinen Eltern hat. Weil welches Kind möchte schon sagen, nein, ich nehme dein Geschenk nicht an, verkauf den ganzen Laden und dein Lebenswerk,
geht irgendwo hin fort. Das möchte man natürlich nicht. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, in einer Pflicht oder in einem Zwang zu stehen. Im Burggarten steht das musikalische Picknick für Bürger aus der Region an. Der junge Adelige als Gastgeber. Der passionierte Barista verwöhnt die Gäste. An seiner Seite Freundin Nadja Büttner. Wie oft habe ich schon gehört, mir immer denkt, sie sind ganz anders. Sind Sie der Graf? Also das passiert regelmäßig. Und ich glaube, dafür ist es einfach super. Ja. Ja, ja. Herr Graf, darf man Ihnen einen Kaffee servieren? Wo sind meine Freunde? Sind sie noch bei dir? Die sind gerade drin, genau. Die kommen gleich raus. Grauenhaft. Sie wissen gar nicht, wie ich darunter leide. Es ist fürchterlich. Nein, also ich bin froh, dass ich nicht mehr in der ersten Reihe bin. Ich habe mich rechtzeitig in anderen Bereichen auch daran gewöhnt, in der zweiten zu sein. Und bin froh, dass ein Nachfolger da ist, der das gut macht. Und wissen Sie, irgendwann ist auch mal gut. Burg Schaubeck war nicht immer ein Männerhaushalt. Felix wächst als Einzelkind inmitten einer adligen Großfamilie auf. Dann trennen sich die Eltern. Christine Gräfin Adelmann verlässt mit ihrem 11-jährigen Sohn die Burg Richtung Frankfurt. Das war 1991. Ja, natürlich ein harter Schnitt. Es ist richtig, es ist immer ein Schnitt, wenn man irgendwo auszieht, wo man vielleicht auch gerne war und woanders hinzieht. Besonders dann hier vom Land in die Stadt. Aber das war eben wichtig mit Frankfurt, dass dieser Austausch Vater und Sohn gegeben war. Also es war damit nicht so ein Bruch und nicht so, jetzt das Ferienkind reist jetzt für 3 Wochen an. Heute gibt es wieder einen Kontakt der Mutter zur Burg. Sie kümmert sich um die Veranstaltungen und Vermietungen auf dem Burggelände. Dafür reist sie regelmäßig aus Hamburg an. Das ist ja eine ganz langsame, schleichende Entwicklung gewesen. Ich war zuerst ab und zu mal hier und dann hat sich das einfach so ergeben, als man hier sah, dass das ein Gebiet ist, Veranstaltungen zum Beispiel oder eben auch die Betreuung der Mietwohnungen, dass das irgendwie ein Thema sein könnte. Da hat man einfach mal angefangen und dann hat sich das eigentlich so nach und nach entwickelt, ganz harmonisch, ganz selbstverständlich. Am 8. November, die steht noch nicht drin, weil der gestern erst zugesagt hat, 40 im Keller, ja, ganz okay. So einfach. Die Unterhaltskosten für die Burg steigen jedes Jahr, auch wegen der Energiepreise. Umso wichtiger, wenn die Anlage selbst auch etwas erwirtschaften kann. 22 Personen. Kein Unternehmer lebt von Luft und Liebe und wir auch nicht. Und wir brauchen das. Und wenn wir dadurch noch Leute an uns binden, wie du richtig sagst, die danach sagen, Mensch, das hatten wir bei der Hochzeit oder das hatten wir bei unserer Firmenfeier, das war gut, dann werden dadurch nicht die Umsätze gleich 20% steigen. Aber wenn dann die oder derjenige mal im Restaurant ist, bestellen sie vielleicht mal eine Flasche. Ja, oder? Man ahnt es gar nicht, was da alles dahinter steckt. Also, und das ist, glaube ich, auch das Positive. Sonst würde es vielleicht kaum einer so eine Aufgabe übernehmen, wenn man das immer nur als Riesenberg vorgesetzt bekäme, was man alles zu tun hat. Christine Gräfin Adelmann leitet eine Agentur für Kunst und Kultur. Es ist ein bisschen eine Traumvorstellung, die vielleicht noch in manchen Köpfen geistert. Aber wenn Sie sich gerade, wo ich so viel auf Plattformen unterwegs bin, die Veranstaltungen anbieten, sehen Sie das heute, also Familien und mit Schlössern und Burgen. Es gibt kaum jemand, der keine Veranstaltung macht. Bei uns mit dem Wein, man braucht einfach noch so ein festes Stabilitätsbein, wo man weiß, da kann man Einnahmen generieren, um das alles wieder zu erhalten. Es ist natürlich ein großer Idealismus letzten Endes.
Das ist mir was, was wirklich wichtig ist und wo ich auch immer wieder an meine beiden Eltern appelliere, dass wir das wirklich versuchen sollten zu trennen, damit wir über die ganze Arbeitssituation hinaus auch unsere Freundschaft weiter pflegen und nicht immer, wenn wir uns sehen, nur über Geschäftliches oder natürlich eben auch über gewisse Problematiken reden, sondern dass man einfach mal sagt, und? Sonst? Was macht das Leben? C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant thank you very much, Monsieur Twenet. Absolut, ich empfinde das als Ehrentitel. Hausmeister, Schloss, Obergärtner, da kann ich ein Stück weit sozusagen mal für mich sein. Wir hatten eine Köchin, zwei Hausmädchen, eine Haustochter, die eigentlich nur lernen sollte, wie man ein Haus führt. Wir hatten natürlich eine Reinigungskraft und wir hatten eine Gouvernante, die mich etwas autoritär erzogen hat. Kann man ja immer wieder merken, dass ich dies verinnerlicht habe. Und da war schon einiges los. Wir hatten Gärtner und Gemüsegärtner, der nur den Gemüsegarten betrieben hat. Also da kam dann auch alles her. Nadja Büttner entwirft Skulpturen und Installationen. Die Kunststudentin lebt und arbeitet in Frankfurt. Ich habe Felix über die Kunst kennengelernt und war von seiner Kunst ziemlich begeistert. Und offensichtlich hat ihm meine auch ganz gut gefallen. Und dann haben wir angefangen, uns über Kunst zu unterhalten. Und ab irgendeinem Punkt kam von mir die Frage, die man Künstlern immer stellt. Wie kommst du klar mit deiner Kunst? Funktioniert das für dich? Und dann haben wir uns persönlich kennengelernt und es war einfach, ich mochte ihn einfach von Anfang an auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr gerne. Und dann hat sich das einfach eingefügt. Alles klar, er ist Winzer, alles klar, da ist ein wunderschöner Weinberg und dazu gehört auch noch eine Burg und ein Adelstitel, aber das hat ihm nichts mehr hinzugefügt. Der Punkt, an dem ich meine Meinung gebildet habe, war, als ich ihn kennengelernt habe, ihn über seine Kunst kennengelernt habe. Auch Felix hat eine künstlerische Ader. Er entfremdet Polaroid-Aufnahmen zu eindrucksvollen Kunstwerken. Eine Leidenschaft, die heute hinter dem Alltag anstehen muss. Die Qualität meiner Arbeiten lag jetzt nie in einem besonderen fotografischen Können, sondern eher in der Abstraktion. Aber die Kunst war eher nur der Ausdruck über dieses Mittel, weil ich, glaube ich, auch als Maler so unglaublich untalentiert bin. Wenn man so ein Gebäude liebt und da auch, wie Felix ja aufgewachsen ist, dann hängt das Herz daran, dann hängt das Herz auch an Details, die man eben bewahren möchte und sehr vorsichtig auch damit umgehen muss, wenn man irgendwas verändern möchte oder wenn man irgendwas hinzufügen möchte. Natürlich soll sowas leben und soll sich entwickeln, aber man geht mit einer ganz anderen Vorsicht damit um. Die Burg ist mein Zuhause und das ist sie ganz besonders auch in den letzten Jahren wieder geworden. Ich bin ja relativ früh mit 11 hier erstmal weggezogen. In den letzten Jahren hat sich aber dieser Bezug wieder extrem gefestigt und gestärkt und ich weiß, das will ich unbedingt erhalten. Eine Wurzel mehr noch als eine Tradition, wirklich eine Wurzel.
Der Graf auf Burg Schaubeck ist ein Jurist. Das galt über viele Generationen. Felix bricht mit dieser Tradition und studiert Betriebswirtschaft in Hamburg, London und Madrid. Seit 2011 ist er wieder zurück auf der Burg. Vor allen Dingen geht es um den vertrieblichen Ansatz, den Wein, den wir hier machen, am Ende auch zu verkaufen. Denn das ist was, was alle Winzer und vor allen Dingen auch die qualitätsorientierten Winzer betrifft, dass wir diese Top-Weine, die wir machen, dass wir von denen so lange gar nicht leben können, bis wir sie nicht auch verkauft haben. Erste Berufserfahrungen sammelt der junge Graf bei einer Unternehmensberatung. Es geht ja nicht ums Geld. Ich habe ja hier auch ganz andere Punkte, die mich glücklich machen. Und meine, ich wohne wirklich wunderschön und habe eine tolle Firma. Aber warum habe ich das nicht weitergemacht? Ganz ehrlich, das liegt mir nicht. Also die Unternehmensberatung war super interessant. Ich glaube, ich habe auch noch einiges an Handwerkszeug vielleicht mitgegeben bekommen. Aber das Wichtigste, das mögen mir die Kolleginnen und Kollegen verzeihen von damals, der wichtigste Punkt ist, ich habe gelernt, was ich im Leben nicht will. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Man muss ja, der Schwabe sagt so schön, das Geschäft sehen. Wenn man sozusagen dran vorbeiläuft, hat man eigentlich schon verloren. Und Felix hat das sehr schnell begriffen, dass eigentlich alles zu leisten ist. Von meiner Seite aus, das Wichtigste morgen ist, wenn der Baumspezialist kommt, der Pfleger. Den Eschen. Die Eschen. Ja. Wir haben ja da unten ein Verkehrssicherungsproblem. Einmal pro Woche besprechen sich Vater und Sohn in einem Jour fix. Das macht man. Was steht an? Was muss geregelt werden? Im Landratsamt. Okay. Die werden dann was für uns tun. Ich vergleiche uns manchmal mit irgendwelchen Krämern. Also wir haben wirklich bis ins Detail Dinge zu tun, wo viele Leute glauben, das passt gar nicht zu dem von und zu, und das passt gar nicht zur Burg, aber bis in die Kleinigkeiten. Die Burg steht unter Denkmalschutz. Jedes Baumaterial muss historisch passen. Das treibt die Baukosten schnell in extreme Höhen. Das richtige Fenster ist. Welche Nummer steht denn da oben drauf? Eins. Eins ist gut. Die alten Fenster schützen nicht wirklich vor der Kälte des Winters. Die Lösung? Im Herbst werden vor die historischen Fenster passgenaue Zweitfenster eingesetzt. Eine einfache, aber effektive Lösung. Wobei, einfach ist das ganz und gar nicht. Burg Schaubeck ist natürlich schon auch noch mal was Besonderes, auch unter anderen Schlössern, Burgen, was auch immer. Die ist sehr eigenwillig und rockig und hat natürlich trotzdem ihre lange, lange Geschichte und ihre Tradition. Und generell habe ich natürlich auch aus der Kindheit heraus einfach ein Zuhausegefühl bei solchen alten Gemäuern. Ich mag generell Dinge, die eine Geschichte haben, die eine Patina haben. Es gibt einem ganz, ganz viel zurück. Natürlich ist es anstrengend, aber das ist alles, was es wert ist, glaube ich. Perfekt. Sehr gut. Der größere Punkt ist, dass das auch überhaupt kein Problem mit dem Denkmalschutz aufwirft, weil nichts baulich verändert wird. Von außen sieht alles aus wie immer. Von innen sieht es eigentlich auch aus wie immer. Die Leute bemerken das gar nicht, wenn man nichts sagt. Und es ist dann noch wirklich günstig ist, macht den Schwaben dann komplett glücklich. Mehr als in den meisten anderen Familien gibt es beim Adel ein Denken in Generationen. Als Erbe ist man Stück einer großen Etappe. Auf dem Familiengrab in Klein-Botwa ist das Türschloss in die Jahre gekommen. Ja, das hat sich verschoben. Ja, das müssen wir. Seit 45 Jahren sorgt der Schmied Heinz Däuble dafür, dass sich auf der Burg die Tore fest verschließen lassen.
so oft sind die Tore gar nicht zu. Also ich, Schrotgewehr ist weggelegt. Also ich habe mich noch nie ein enges Spiel gehabt. Gell? Also wenn du dort kommst, dass der Adel von oben halt. Ja. Nee, eigentlich, das war ich immer gut. War ich schon vom Vater her schon. Gell? Sie dürfen nicht vergessen, der Württemberger Adel ist ein bisschen anders, als vielleicht der preußische Adel war. Ja? Also bei uns gibt es diese Edelhaltung nicht nach dem Motto, wir tun nichts und wir befehlen und das ist, und so läuft's. Also das Hochnäsige habe ich da noch nie erfahren. Das ist, also, das sind immer eigentlich mehr auf der also vom Ebene. Vom Junker sind wir noch ein Stück weit entfernt. Die Weinlese. Höhepunkt im Jahr des Winzers. Die Hälfte der Weinberge beim Weingut Graf Adelmann sind Steillagen. Die Trauben, die hier wachsen, können die Sonne besser ausnutzen. Das bedeutet mühevolle Handlese und harte Arbeit. Das ist ein großer Vorteil, wenn da nicht eine Maschine durchfährt und das alles abbeert und in eins wirft, sondern wenn man die Traube abschneidet und sieht, aha, nicht schlecht, aber da ist ein Stück, das gehört nicht dazu und wir wollen nur Top-Qualität, dann schneiden wir dieses Stück ab. Hauptsache das, was nachher übrig bleibt, ist so, wie wir es uns wünschen. Als ich hier angefangen habe, 83, da war das schon so, dass so ein Graf, so ein Titel, was Besonderes war, dachte ich. Man war auch mit keinem Grafen per Du, auf keinen Fall, aber im Laufe der Jahre wurde alles immer normaler, sage ich mal. Und das mit dem Generationswechsel, das ist kein Thema mehr. Viele Erntehelfer sind seit Jahrzehnten dabei. Das kommt von innen raus. Das ist Herzenssache, wenn man so sagen will. Wir ziehen es einfach schon an. Und meine Frau sagt auch immer, tu doch ein bisschen langsam, solange es kann. Und mir macht Spaß, solange mache ich mit. Ich habe gesehen, so. Ob ich von alleine auf die Idee gekommen wäre, ein Weingut zu gründen, das kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß nur, dass ich es nicht tue, weil ich es tun muss, sondern weil ich es tun will. Und ich denke, das ist entscheidend. Und ob ich in einem anderen Leben, keine Ahnung, was geworden wäre, ja, was wäre ich geworden? Bleibt euch nichts übrig, ne? Ich kann ja nichts. Ohne Passion geht hier absolut gar nichts. Wirklich nicht. Also was wir schon über das Haus gesprochen haben, gilt erst recht fürs Weingut. Wenn man sich für das Produkt nicht interessiert und wirklich eine Leidenschaft dafür hat, dann wird es ein hartes Brot. Der Gedanke, es an Kinder weiterzugeben und das auf keinen Fall auszuschließen, ist toll. Der Arbeitstag ist noch nicht vorbei. Die Trauben müssen unter Hochdruck gleich zu Most weiterverarbeitet werden. Ich glaube, Chef sein lernt man nie aus. Zumindest sollte man immer versuchen, ein besserer Chef werden zu wollen. Und es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, der es nicht einfach ist, immer gerecht zu werden. Besonders in so einem Betrieb, der diese gewisse Größe hat, wo auch nicht alles zusammen ist. Wir sitzen nicht in einem Großraumbüro und ich kann reinkommen und sagen, hey, guten Morgen. Ich glaube, die Einstellung macht's aus, zu wissen, dass man nicht alles weiß, dass man nicht alles kann und dass man immer was besser machen kann. Das Haus Adelmann von Adelmannsfelden ist ein altes schwäbisches Adelsgeschlecht. Ihre Schlösser und Burgen zeugen auch heute von einer erfolgreichen Familiengeschichte im ganzen Land.
wie Schloss Hohenstatt über dem Kochertal. Nikolaus Graf Adelmann ist Felix Onkel und bewohnt mit seinen Nachkommen das Schloss. Er ist Experte für die Familiengeschichte. Wir werden kaum große Heerführer bei den Adelmanns finden. Wir haben einige Bilder, wo auch die Schwerter gezeigt werden, aber nur auf dem Bild. Es war eher diplomatisches Geschick, was die Mitglieder bewiesen haben. Trotzdem ging es nicht immer friedlich zu. Der Lutherfan Bernhard Adelmann verprügelte dessen größten Widersacher Johannes Eck vor allen Leuten. Frei dem Familienmotto Pie ac fortiter, fromm und tapfer. Tapfer kann man auch sein, indem man nicht nur mit dem Schwert kämpft, sondern auch mit dem Wort sich auseinandersetzt. Burg Schaubeck und die Adelmanns. Das ist eine recht junge Geschichte. Nach dem Tod ihres Bruders geht das Anwesen 1914 durch Sophie von Brüssel und ihren Mann Heinrich Graf Adelmann in Familienbesitz über. Es war mit Sicherheit nicht eine Hochzeit, wie es damals oft gemacht wurde. Ich heirate jetzt, damit das Geld in der Familie vermehrt wird. Das glaube ich nicht. Heinrich Graf Adelmann ist Kunstfreund und kurbelt den geerbten Weinbau an. Außerdem ist er passionierter Jäger. Scheint aber auf jeden Fall wirklich ein faszinierender Mann gewesen zu sein, der auch den Dingen im Leben sehr zugewandt war. Er war Jäger, also ich hätte auch mal gefragt, du bist ja Graf, bist du Jäger? Also ich bin kein Jäger. Wenn die fragen, warum nicht, dann beantworte ich meistens die Frage damit, dass der Heinrich so viel gejagt hat, dass wir echt für 10 Generationen nichts mehr machen müssen. Offene Weinprobe auf Burg Schaubeck. Genuss und Historie aus erster Hand. Wir sind seit genau 100 und, lassen Sie mich lügen, 104 Jahren jetzt hier, seit 1914. Und damals hatte mein Ururgroßvater die vermeintlich gute Idee, dieses Haus durch ein Friendly Takeover, also Hochzeit, zu übernehmen. Wir haben hier einen Riesling mit fast 50%. Der bringt Frische und Knackigkeit in die ganze Sache und hat Zug. Aber wird dann wieder mit ungefähr 35% Weißburgunder etwas abgerundet, also auch von der Säure, und wird etwas cremiger, etwas eleganter. Über 100 Veranstaltungen hat das Weingut pro Jahr. Felix ist fast immer dabei. Eins muss man sagen, das ist kein 50. Geburtstag vom Gerd, wo Kumpels kommen. Die kennen sich nicht. Das heißt, die sind erstmal angespannt. Und denen muss man diese Anspannung nehmen. Aber vor allen Dingen, die steifste Weinprobe wird meistens nach dem 5. Wein etwas entspannter. Frankfurt ist ein Teil in meinem Leben, der für mich mal auch eine Heimat war, aber die Wurzeln liegen eben woanders. Genau hier habe ich mich immer mit dem Skateboard an den Linienbus gehängt. Zum Beispiel. Zum einen hat sich der Begriff des klassischen Winzers absolut für alle verändert. Es ist nicht mehr so, dass man diesen romantischen Beruf nur mit Gummistiefeln im Weinberg oder im Keller hat, sondern alle Winzer müssen heute ihre Produkte eben auch am Ende verkaufen. Kundenpflege in einem Frankfurter Luxushotel. Der junge Chefsommelier bekommt sein Probierpaket persönlich geliefert. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Sehr gut. Schön, dass du in der Gegend bist. Passt. Ja, fantastisch. Wie war der Herbst? Wie war die Lese?
Gott sei Dank gut. Also ja. Wir sind letzte Woche fertig geworden, Ende. Top. Morgen haben wir Lesefest und war wirklich sehr gut. Sehr Menge stimmt. Qualität hoffentlich auch, aber jetzt geht's erstmal. Top. Ja, klar, braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ne? Sehr gut, sehr gut. Gespannt. Ich muss unbedingt vorbeikommen. Ich halte mich auf. Du musst arbeiten. Wir hören. Ciao. Bis bald. Mach's gut. Ruben Röder ist seit einigen Jahren neuer technischer Betriebsleiter im Weingut. Das, was mich am meisten überrascht hat, war die Freiheiten, die ich habe in der Gestaltung des Weinguts, des Außenbetriebs. Da spricht einem niemand rein und man kann alles umsetzen, was einem wichtig ist. Die Zusammenstellung und so das letzte Quäntchen Perfektion in den Weinen rauszukitzeln, das machen wir immer zusammen. Und das funktioniert sehr gut. Einerseits, weil wir uns sehr gut verstehen, menschlich, privat. Und im zweiten Moment eben auch vom Wein her einen ähnlichen Horizont haben. Felix hat nicht den klassischen Werdegang eines Winzers durchlaufen. Er ist ein Praktiker. Sein Mentor, die Welt. Auf namhaften Weingütern hat er gearbeitet in Österreich und im Trentino. Da habe ich unheimlich viel mitgenommen, aber nicht nur weinbautechnisch, sondern eben auch menschlich. Also das, was jede Mutter dem Sohn empfiehlt, reiß viel, das kannst du später nicht mehr, da nimmst du viel mit. Ja, genau, stimmt aber. Von jedem Menschen kann man viel lernen und von ihm in besonderer Weise, weil er eben auch nicht nur einer ist, der den Wein sieht, sondern er hat auch eine künstlerische Ader, er hat eine musikalische Ader und das spielt alles mit rein und das macht Spaß. Ein Wasserschaden im Obergeschoss muss dringend untersucht werden. Keine alltägliche Aufgabe für einen Handwerker. Hey ho, grüß dich, komm rein. Ja, du hast es ja schon mal gesehen in einiger Zeit. Es kommt einfach bei Starkregen ohne Ende Wasser rein. Guck dir das mal an hier, was da allein gestern durch ist. Das ist einfach. Ich finde das da gestern. Nee. Siehst du, sag du mir was dazu. Und möglichst sowas wie. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen, Schleißer. Hey. Bist du gar nicht noch lange, hä? Nee, lass. Meinst du, es kommt irgendwo durch die Ziegel oder wie kommt es überhaupt rein? Müssen wir von oben gucken. Guck mal dahinter, wo sind wir denn überhaupt? Es ist einfach, es ist eine alte Hütte, muss man sagen. Es ist zwar schön, sieht toll aus, aber im Winter ist es kalt. Es kostet unheimlich viel Heizöl, sage ich mal, die ganze Bude zu heizen und die Burg im Vordermann zu halten und das Ganze nachher auch. Er muss ja, also er ist nicht zum Beneiden um das, was, für das, was er hat. Also ich möchte es nicht geschenkt haben. Ich muss hier sehen. Wir müssen mal eigentlich von hier. Ja, okay. Ja. Boah, da hinten ist sie auch komplett tierisch voll. Da regnet es übrigens auch, wenn es richtig heftig ist, kommt es am Küchenfenster runter. Also das könnte man gleich mitmachen. Dann machen wir alle Ecke. Hm? Kriegst du eine Hebebühne irgendwo her, eine günstige? Ja. Es könnte sein, ja, man will es gar nicht aussprechen. Wir machen jetzt den Balken raus, machen den anderen rein, verputzen es ein bisschen, fertig. Es kann aber auch sein, du gehst da ran, wie meistens in so einem Gebäude, und entdeckst irgendwas. Und das ist die Angst, die man immer hat in so einem Gebäude, dass du es aufmachst und merkst, oh je, und der Balken ist eigentlich auch schon durch. Und wenn wir es jetzt schon aufhaben, müssen wir den auch machen. Und der liegt auf dem auf und dann müssen wir vielleicht jetzt, wo es schon mal dabei ist. Also diese Sachen machen einem Angst. Ne?
Das ist im Bad und wo es gleich ja. Badezimmer geschwind kriegt, das machen wir geschwind, das ist eine Kleinigkeit. Nachher noch einmal. Wie lange haben wir gemacht? Fast ein Vierteljahr? Ja, dreiviertel Jahr. Wir wollten Ostern fertig sein und wir waren Ostern fertig, genau ein Jahr später. Hundertprozentig. Weil drei Balken oder vier Balken waren gebrochen, war statisch problematisch. Ein Eckbalken oder Pfosten war weggefault von irgendeinem Wasser, das durch eingedrungen war. Pilze drin gewesen. Versicherung immer schwierig, Holz mit Pilzen zahlen wir nicht. Dann gibt es Kampf mit der Versicherung, dass man irgendwas kriegt. Und wir haben wirklich genau Ostern ein Jahr später das Bad fertig gehabt. Ganz sicher, das weiß ich leider noch. Also, wie verbleiben wir jetzt? Stell das mal grob zusammen. Das geht grob, ja. Grob, ja. Klar. Eine Kostenschätzung machen, gucken, wo wir nachkommen ungefähr. Es ist ein etwas nerviger und ärgerlicher Missstand in der Wahrnehmung von uns, also den Grafen auf der Burg. Das riecht natürlich gleich nach großen vermuteten Reichtümern und dann der Realität, dass man irgendwo am Balken stochert und der Putz runterkommt. Und wie bezahle ich das im Zweifel? Und das Haus lässt einem halt keine Wahl. Für den neuen Wein muss ein Produktbild erstellt werden. Gute Kamera hatte ich halt immer und dann habe ich Stück für Stück mit Trial and Error echt über lange Zeit so lange daran rumgedoktert, bis es am Ende tatsächlich ganz gut aussah. Was also ursprünglich mal als schwäbisches Do-it-yourself-Projekt begonnen hat, ist heute auf jeden Fall, dass es einfach Spaß macht. Ja. Absolut, zeig mal da den Schatten da oben. Ja. Da hätten wir das schöne Flaschenbild. Bitte. Ja, ist perfekt. Ich selbst habe auch Etiketten gewechselt und mein Vater hat damals gesagt, mach mal. Und für mich ist klar, dass hier auch wieder was geschehen musste. Und das ist jetzt natürlich unglaublich einprägsam. Und ich finde es gut. Burg ist etwas Besonderes. Das finden auch die Schüler der benachbarten Grundschule. Es gibt spannende Geschichten. Erzählt von einem leibhaftigen Burgherrn. Also, das ist Heinrich. Heinrich ist also der erste Adelmann, der hier auf der Burg war. Der hat es richtig gemacht. Der hat eine reiche Frau geheiratet. Und ihr seht, er ist voller Auszeichnungen, lauter Orden. Ja, da hinten seht ihr eine Rüstung, also einen Brustpanzer mit einem Helm. Ich weiß, was das ist. So das ist der erste Brüssel, von Brüssel, kam aus Österreich, aus Wien. Kinder sind für mich die reine Freude, weil sie so unverstellt sind und weil sie eigentlich ein unglaublich friedlich sind, wenn man sie auch so erzieht. Ist keine Frage. Wie sind eigentlich die Burgen zusammengehalten worden? Weil ich weiß ja nicht, ob die da mal schon also so Beton das hatten. Die hatten damals Riesensteine. Und dann haben sie sogenannten Brandkalk genommen. Der ist härter als Zement. Wie viel Wein haben die früher gemacht? Das ist aber eine gute Frage. Machen wir was anderes. Also die haben zeitweise mehr gemacht als wir heute. Was besonders? Das Thema Adel sorgt noch immer für Faszination und Schwärmerei. In manchen Kreisen auch für überhöhte Erwartungen. Auch manchmal medial beeinflusst, dass man irgendwelche Berichte sieht über vermeintliche Adlige, die was auch immer tun. Und alle sagen,
Da haben wir es ja, dachte ich es mir. Ha, denen geht's gut. Und ich finde, dass es doch einfach jeder Mensch wert ist, so wahrgenommen zu werden, wie er ist. Die Herbstweinprobe für Privatkunden. Das wichtigste Verkaufsevent im Jahr. Felix mittendrin. Charme. Ich habe vielleicht angefangen mit irgendwas zu prunken, was nicht meine Leistung war, was weiß ich. Jedenfalls Felix fängt die Leute nicht nur mit Sachverstand, sondern auch mit Charme. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich was im Glas, ja? Sonst hätte mir ja keiner zugehört. Ich fühle mich dort zu Hause. Es ist auf jeden Fall mir ans Herz gewachsen. Sowohl die Burg, als auch Felix, als auch die Familie, als auch das Weingut. Auch in der kurzen Zeit schon. Jetzt trinket es halt, bevor es verdunstet. 2008 Herbst im Park, 40% Lemberger, 40% Burgunder, 20% Cabernet. 2 Jahre im Barrique, nur 20% Neuholz, haben wir heute auch mehr. Ungefähr 40, 50 Herbst im Park und hoffentlich schmeckt es nicht nur dem Winzer. Zum Wohl. Hunderte Weininteressierte sorgen für hektische Betriebsamkeit. Ein bedeutender Teil des Umsatzes passiert an diesen 2 Tagen. Es muss alles passen. Wirklich wissen, wie wichtig meinem Vater das Ganze ist, das habe ich eigentlich erst wirklich später richtig gelernt, als ich mich selber eingebracht habe. Im Moment ist es wunderbar und positiv und nach vorne gehend. Und das wünsche ich ihm und uns allen eigentlich, dass das so weitergeht. Ist ja hier eine Lebensaufgabe. Ich glaube, man braucht immer wieder einen Blick nach hinten, was war, das ist wichtig. Man braucht aber genauso den Blick ganz weit nach vorne, wo will ich eigentlich noch hin? Sonst bleibt man nämlich ganz automatisch stehen und das ist das Ende für jedes Unternehmen, ob es 5 oder 500 Jahre alt ist. Jede Generation muss ihre eigenen Spuren hinterlassen. Es gibt den schönen Spruch, wer in die Fußstapfen der anderen tritt, hinterlässt keine Spuren. Und der gilt auch hier.